Wir landen jetzt hier wie in UHC ganz normal auf einer Map und müssen uns das Equipment zusammenfarmen. Nach der Schutzzeit, das sieht man rechts auch im Scoreboard, der Teleport ist in 13,5 Minuten. Wenn der abgelaufen ist, werden wir auf eine Skywars Map geportet und dort werden wir dann gegen die gegnerischen Teams ankämpfen. 12, okay, dann habe ich schon mal Schärfe 4. Das wäre natürlich super. Ja! Ja! Okay, Lapis, Lapis. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack! Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky UHC, heute auf dem GommaD.net Server. Das Spielprinzip von diesem Modus ist eigentlich ganz klar, so wie der Name es sagt. Sky UHC ist eine Mischung aus, okay, das packt hier ein bisschen, aus UHC und Sky Wars. Ich erkläre euch mal das ganze Spielprinzip. Wir landen jetzt hier wie in UHC ganz normal auf einer Map und müssen uns das Equipment zusammenfarmen. Nach der Schutzzeit, das sieht man rechts auch im Scoreboard, der Teleport ist in 13,5 Minuten. Wenn der abgelaufen ist, werden wir auf eine Skywars Map geportet und dort werden wir dann gegen die gegnerischen Teams ankämpfen. Das Ganze gibt es in einer Solo-, Duos- und Squad-Variante. Und wir haben hier sogar gerade schon Besuch von anderen. Das ist nicht so optimal. Okay, das war hier zum Glück jetzt aus. So, hier müssen wir jetzt alles ganz normal wie gewohnt farmen. Und Kohle wäre dabei auch praktisch. Auf der Skywars-Map wären keine gefüllten Kisten mit Loot sein, weil den müssen wir uns schließlich hier selber erfarmen. Und mit dem Loot, den wir hier uns erfarmen, müssen wir auch gegen die anderen Teams kämpfen. Das heißt, es ist nur noch gering vom Glück abhängig, denn wir sind nicht mehr auf die Thron spezialisiert, dass wir dort unser Loot rausbekommen, sondern dass wir jetzt Dias und so finden, wie zum Beispiel hier. Das ist natürlich sehr praktisch, auch wenn das jetzt nicht viele waren, besser als nichts. Und hier sind auch noch mal welche, das ist praktisch. Ich finde schade, dass auf Meinsucht es kein Sky UHC mehr gibt, weil früher gab es das mal, dort habe ich sehr gerne gespielt, hat auch echt Spaß gemacht, aber die haben das, warum auch immer, einfach entfernt. Und das ist hier natürlich nicht so praktisch. Und der Schaden ist natürlich in Skywars angestellt. Ob es dann einen Verzauberungstisch gibt, das weiß ich nicht. Ich spiele gerade hier meine allererste Runde in dem Modus. Aber was ich weiß, muss dann noch unbedingt an die Oberfläche. Denn um noch mehr Goldäpfel zu machen, denn in der auf der Map wird das dann sehr schwierig werden. Ich habe 18 Dias. Das bedeutet, ich brauche da auf jeden Fall noch mehr. Ich brauche insgesamt, glaube ich, 24. Was ich mir aber machen kann, was auch sehr praktisch ist. Alter, die nervt ihr. Wo seid ihr denn? Kommt doch raus, wenn ihr euch traut. Wir brauchen auf jeden Fall 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, da können wir uns hier schon mal zum Beispiel ein Lava-Eimer und 2 Lava-Eimer machen. Ich denke mal, jeder von euch hat jetzt diesen Modus hier gecheckt, wie der funktioniert. Oh, eine Enderperle. Das wäre sehr geil, wenn ich jetzt eine Enderperle bekomme. Nein! Oh! Um Gottes Willen. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Ich muss mir mal hier schnell hier was machen, weil mir geht es gerade richtig dreckig und ich werde wahrscheinlich gleich sterben, wenn das hier so weitergeht. So, zum Glück habe ich hier noch Gold und Äpfel, weil ohne Äpfel ist man hier tot, ne? Wir spielen ja so gesagt einfach Speed UHC, nur dass wir nicht in einem Biom kämpfen, sondern einfach auf einer Skywars Map. So, dort unten habe ich noch mehr Diamanten gesehen. Das ist schön. Noch schöner wäre es, wenn ich hier sicher runterkommen würde.
Oh ja. Hier ist ja richtig viel. Geil. So, komm her. Du auch noch, danke. Oh ja. Hier sind richtig viele Diamanten. Jackpot. Geil. Okay, das ist schon mal sehr gut. Fährt mir... Oh nein. Nein, nein. Stirb. So, stirb, stirb. Nein, 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 nein. Okay, ich hab TNT. Nein. Nein. Jetzt ist auch mal Ende im Gelände hier. Bitte nicht. So, ich werde mir hier auch gleich mal Rüstung machen, denn es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier fünfmal auf mich eingeschlagen wird, weshalb Rüstung jetzt schon optimal wäre, bevor ich hier noch mehr an Herzen verliere und meine ganzen Dinge hier einfach weghau. Ist das eigentlich so? Ja, ich kann mir Schärfe 1 machen, sehr gut. So, dann mache ich mir das hier und dann habe ich schon einen Faden. Ich werde mich auch gleich hochbauen, damit ich mir noch viele Äpfel holen kann. Ich muss hier nur noch so eins nehmen und gucken, ob es hier irgendwas Krasses gibt. Ja, das Gold nehme ich mit. Ansonsten, okay, ich würde sagen, ich hau nach oben ab, wenn ich genug zu bauen habe. Das ist natürlich jetzt... Nein, 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 nein. Tschüss, stirb bitte. Und da bin ich oben. Okay, sehr gut. Mein Teammate lebt noch. Ein Glück. So, jetzt muss ich mir mal ganz fix hier... Ich habe ja schon eine Mist. So, tschüss. Moment. So. Und zack. Effizient, sehr schön. Dann hole ich mir hier noch Äpfel, Äpfel, Äpfel. Denn ich habe... Wie viel Gold habe ich? Oh, ich habe sehr viel Gold. Das ist schon mal... ganz gut, ich habe noch 5 Minuten. Aber ich habe keinen Verzauberungstisch. Ich weiß eben nicht, ob es dann dort welche gibt. An sich finde ich das Spielkonzept bis jetzt schon ziemlich nice. Aber ich muss mal sehen, wie sich das dann auf der Skywars Map dort auswirkt. Schleimbälle, glaube ich, brauche ich nämlich gar nicht. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich damit soll. Ich habe hier einen Goldapfel rausbekommen. Was mir gerade eingefallen ist, könnten wir einen Amboss machen. Weil in Skywars solche Schwerter, die sind doch, denke ich mal, richtig OP. Ich glaube, 3 brauche ich davon. So, ging der so? Ja, der ging so. Fantastisch. So, dann mache ich mir hier... Oh, ich muss mal hier ein bisschen ausmisten. So, das brauche ich hier alles gar nicht. So, 27 Level, sehr gut. Dann haben wir hier... Kann ich eigentlich auch Rüstung so verzaubern? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Und da haben wir auch schon Schärfe 3. Ja, fantastisch. Sehr gut. Und hier geht's doch mal runter. Hier sind noch mehr Diamanten. Ja. Okay, wenn ich jetzt hier noch mehr Level bekomme, kann ich mir vielleicht noch ein Schärfe 4 Schwert machen. Und hier noch mehr Gold. Ja, da kann ich mir noch mehr Goldäpfel machen. Oh, mein Teammate ist tot. Nein, was hat er denn gemacht? Och, Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin hier schon mal... Okay, okay, was war jetzt? Ich nehme erstmal die Werkbank. Und dann den Amboss. So, was nützt mir das irgendwas? Ja, es gibt nochmal Erfahrung, okay. So, und dann muss ich hier erstmal dicht machen. Sonst kommen die hier einfach ohne zu klingeln rein und das ist nicht so schön. Jetzt weiß ich eben nicht, ob die Enderperlen haben, weil ich habe ja einen Enderman getroffen. So, so viel Lapis werde ich gar nicht benötigen. Weg damit. Zack. Okay. Das, okay, ich kann mir noch mehr Goldäpfel machen. Zack, Schärfe 2. Schärfe 2. Schärfe 3. 12. 12. Okay, dann habe ich schon mal Schärfe 4. Mehr bekomme ich jetzt wahrscheinlich nicht her. Das ist auch gar nicht so schlimm. So, ich muss mal schauen, wie ich das hier mache. Ich brauche auf jeden Fall Blöcke. Das ist in Ordnung. Habe ich... Okay, Essen ist jetzt das größte Problem. Ich habe nur Goldäpfel und 2 Karotten. Das habe ich natürlich nicht so optimal berechnet.
versuche mich jetzt einfach mal in die Mitte zu bauen. Schneebälle und so sollte man ja hier eigentlich nicht haben. Aber Schärfe 4 schon. Ziemlich schön. Bitte lass hier einfach ein Enchant-Table sein. Das wäre natürlich super. Ja! Ja! Okay, Lapis, Lapis. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, das ist natürlich gut, dass ich mir hier was verzaubern kann. Das ist gut. Den werde ich auch gleich abbauen. Sonst holt sich den wahrscheinlich hier gleich irgendjemand. Und der soll ja nur für mich sein. Tschüss. Da drüben ist einer. Okay, Team 1. Okay. Oh nein, jetzt habe ich ihm meine Enderpearl gezeigt. Was war das denn? Ja, wahrscheinlich hast du einen Bogen. Was bist du denn für einer? Zack. Ja, ja, was machst du denn hier? Das war ja mal richtig dumm. Hä? Ich habe mich gerade voll auf die Anzeige über seinen Namen verlassen. Da stand die ganze Zeit 15 Herz, obwohl ich ihn gehittet habe. Was war das denn? Das ist ja richtig komisch. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, lasst eine Bewertung da und ciao, Leute.